Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, liebe Freundinnen, liebe Freunde, was ist das für ein schönes Bild hier heute an diesem wunderschönen Freitagnachmittag. Viele Leute sitzen gerade in Cafés, viele Leute sitzen gerade hier an der Alster. Wir demonstrieren. Wir demonstrieren gegen die Diktatur im Iran, gegen religiösen Fundamentalismus und gegen die Mörder in Teheran. Aber wir demonstrieren auch für die Freiheit, für Menschenrechte und für Gleichberechtigung. Ich freue mich heute wahnsinnig, hier mit euch allen zu stehen und dafür einzustehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich soll Sie herzlich von Anna von Treuenfels-Frohwein aus der Hamburgischen Bürgerschaft grüßen, die heute hier auch gerne gesprochen hätte, heute leider nicht hier sein kann. Aber eins ist klar, die Revolution im Iran, sie lebt. Sie lebt mehr als jemals zuvor und sie wird siegen. Umso wichtiger ist es, dass wir hier heute ein ganz, ganz klares Zeichen setzen. Nämlich dafür, dass die Moschee hinter uns endlich geschlossen wird. Wir setzen hier heute ein klares Zeichen gegen das, was in dieser Moschee gelehrt wird. Wir setzen ein Zeichen für Freiheit, für Menschenrechte, für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und für Weltoffenheit und Toleranz. Der Hamburger Senat hat viel zu lange weggeschaut, was von hier aus für Machenschaften getrieben werden. Es ist kein Geheimnis und es ist nicht auch erst seit Beginn der Revolution im Iran klar, was hinter diesen Mauern geschieht. Die Blaue Moschee, das IZH, sie ist der verlängerte Arm der Mullahs in Deutschland und Europa. Liebe Freundinnen und Freunde, von hier aus werden Menschen bespitzelt. Sie werden verfolgt. Sie werden ausspioniert und eingeschüchtert. Und das Schlimmste, von hier aus werden die Täter im Iran gefördert und gedeckt. Das, meine lieben Freundinnen und Freunde, muss endlich ein Ende haben. Denn welche Zeichen braucht es noch, um endlich diese Moschee, dieses IZH zu schließen? Denn wir kennen die Bilder aus dem Iran, der tapferen Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer, die sich für das einsetzen, für das wir uns auch setzen, aber sich dabei viel, viel größeren Risiken einsetzen. Und diese Menschen, die diese tapferen Freiheitskämpfer bekriegen, sie vergewaltigen, sie schlagen und sie am Ende ermorden, die werden von hier aus unterstützt und das kann nicht passieren, das kann nicht im Interesse von uns freien Hamburgerinnen und Hamburgern sein. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, die Schließung dieses Zentrums, dieses religiösen Extremismus und der Diktatur kann nur der Anfang sein, um das mörderische Regime im Iran endlich zu stoppen und noch härter zu sanktionieren. Die iranischen Revolutionsgarden müssen endlich auf die Terrorliste der EU gesetzt werden. Jegliche staatliche Zusammenarbeit mit religiösen, vom iranischen Regime unterstützten Organisationen muss eingestellt werden. Und ein Vereinsverbot gegen diese Organisationen, die das iranische Regime weiter unterstützen und hier der verlängerte Arm sind, muss endlich geprüft werden. Wir brauchen ein Vereinsverbot für diese Organisation. Aber das Wichtigste, und das möchte ich von hier vorne ganz, ganz klar sagen, alle politischen Gefangenen im Iran müssen endlich freigelassen werden, denn sie setzen sich für das Wichtigste auf der Welt ein, die Freiheit, liebe Freundinnen und Freunde. Das klare Zeichen, das wir heute Nachmittag von hier aussenden, lautet: Wir stehen ganz klar an der Seite der Revolution im Iran. Wir denken an die vielen, die noch immer in den Gefängnissen sitzen, teilweise mit Angst um ihr Leben. An diejenigen, die täglich ihr Leben dafür riskieren, dass der Iran endlich ein freies, tolerantes und weltoffenes Land wird. Das wollen wir alle hier. Daran unterstützen wir die Menschen im Iran. Und es ist heute schon oft angeklungen. Ich freue mich auf den Moment, wenn ich hier mit euch gemeinsam vor dem iranischen Kulturzentrum stehe. Nämlich vor dem Kulturzentrum, das das Gegenteil davon ausstrahlt, was wir heute hier erleben. Ich freue mich,
gemeinsam mit euch in eine Begegnungsstätte zu kommen, in der wir als pluralistische Gesellschaft zusammen die Freiheit feiern, zusammen die Gleichberechtigung feiern und auf einen Ort, der die Vielfalt des iranischen Volkes repräsentiert, liebe Freundinnen und Freunde. Wir, wenn ich uns ja alle gemeinsam so angucke, wir tun das schon. Wir repräsentieren Freiheit, Menschenrechte, Gleichberechtigung. Und deshalb bleibt mir nur noch zu sagen, Jin, Jian, Azadi, vielen, vielen Dank und weiterhin volle Unterstützung.